zu Hause rum. Die Covid-Langeweile bringt mich noch um. Verschwende meine Zeit, ich hab nichts zu tun. Ich hänge hier rum, was mach ich denn nun? Kein Job wegen Corona. Und ich frag mich, ich fahre täglich mit dem Auto herum. Ich fahr viel zu weit, ich hab zu viel Zeit. Ich würde gern woanders hin. Ich will in den Zirkus, wo ich zu Hause bin. Geht nicht wegen Corona. Und ich frag mich, ich frag mich wieso, ich frag mich warum. Gestern reiste ich noch mit dem Zirkus rum. Doch seit der Pandemie ist alles anders irgendwie. Ich setz meine Maske auf und ab. Hätt lieber meine Nase, doch das ist zu knapp. Doch Clowns sind kreativ und bleiben immer positiv. Quatsch, mach den ganzen Tag nur Quatsch. Ein Lockdown voller Quatsch. Was soll der Quatsch? Ich sitze hier, Manegenentzug. Ich würde gern feiern, doch das wär nicht klug. So sehr es mich nervt, ich halt mich dran. Und ihr könnt das auch, wenn ein Clown das kann. Jetzt gibt's einen zweiten Lockdown. Was ein Albtraum. Durch die Regeln ist Besserung in Sicht. Covid-Idioten, seid vernünftig und ruiniert es nicht. Drosten und Streeck als Unterhaltungsprogramm. Wär ich Virologe, käme ich auch mal dran. Doch ich bin ein Clown und ich frag mich. Ich frag mich wieso, ich frag mich warum. Gestern reiste ich noch mit dem Zirkus rum. Doch seit der Pandemie ist alles anders irgendwie. Ich setz meine Maske auf und ab. Hätt lieber meine Nase, doch das ist zu knapp. Doch Clowns sind kreativ und bleiben immer positiv. Und ich frag mich, ich frag mich, ich frag mich wieso, ich frag mich warum. Gestern reiste ich noch mit dem Zirkus rum, doch seit der Pandemie ist alles anders irgendwie. WDR aktuell aus der Region. Hier eine wichtige Verkehrsfunk-Durchsage, die uns alle in Staunen versetzt. Ein Anrufer hat uns mitgeteilt, dass Ihnen auf der B42 Neuwied, Fahrtrichtung Bonn zwischen den Anschlussstellen Leutesdorf und Königswinter ein Krümelmonster als Falschfahrer entgegenkommt. Auf dem Beifahrersitz saß ein Coronavirus. Wir wissen nicht, wir konnten noch nicht zertifizieren, ob sich das hier um eine tatsächliche, wahrheitsgemäße Meldung handelt oder nicht. Trotzdem bitten wir um äußerste Vorsicht. Fahrt möglichst weit rechts, überholt nicht. Bleibt gesund und gute Fahrt. Wir melden uns, sobald die Gefahr wieder vorüber ist.